Wie Sie selbst sagen. Gerüchte. Yes! 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 Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Es ist mein Wille. Unfortunately, I have been away, so I haven't been able to check the Palace vs Aston Villa score till now. Hopefully we won. Ah, piss. De quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. Car ainsi, notre pays se voit offrir le meilleur moyen de confirmer par ses suffrages. C'est logique la phrase. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesem gibt es keine Zivilisten. No, no, not you, no. С своей стороны я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы, может быть, смело положиться на товарища Сталина. Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом. Перед рабочим классом. Перед крестьянством. Перед интеллигенцией. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Zu spät? Hebel, kommen Sie doch mal hier bitte. Mein lieber Hebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Ja, in der Tat. Wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Mein Führer. Es ist gut, mein lieber Himmler. Mein treuer Heinrich. Es ist gut. Geht's in Ordnung. Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Kommen Sie, ich muss hier raus. Who loves you, baby? Who loves you? Come to daddy!
forgetting that win is just what we needed. Sorry to ruin your return, Ranieri, but top four is more important to us than your relegation battle. Falls die Russen mich. Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir sprechen ein andermal darüber. Noi siamo tesi verso l'avvenire e sentiamo come una creazione della nostra volontà tesa nello spasimo della vittoria. Che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reingekommen? Einfach war es nicht, aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein! España cumple en los momentos actuales su designio providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton. Die Logik der Frau.